Ihr könnt mich mal! Sie stehen unter Druck, sind gefangen in einem Strudel aus Wut und Angst. Sie selbst sind einander die größten Feinde. Ihr Kampf ist das nackte Überleben hinter Gittern. Und dieser Kampf wird immer brutaler. Die Gefängnisse Amerikas haben eine neue Art von Raubtier hervorgebracht. Ohne Handschellen gäbe es auf dem Hof ständig Blutbäder. Ihr seid in der Hölle hier. Sie gehen sofort aufeinander los. Verschlossene Zellen und dicke Mauern schützen die Öffentlichkeit. Doch nicht alle Häftlinge sitzen auch tatsächlich im Gefängnis. Jeden Tag sind viele von ihnen unterwegs, auf der Straße und in der Luft. Im Prinzip fährt hier ein Gefängnis die Straße entlang. Das sind Hochsicherheitstrakte am Himmel. Wir sind im Grunde wie jedes Gefängnis, nur 10.000 Meter hoch in der Luft und viel schneller. Die Aufseher, die Amerikas Häftlinge transportieren, müssen immer wachsam sein. Es kommt schnell zu Extremsituationen, denn die Männer und Frauen sind gefährlich und verzweifelt und sie wollen fliehen. Unterwegs kann immer etwas schiefgehen. Wer meint, er hätte schon alles gesehen, hat keine Ahnung. Es sind fliegende Pulverfässer. Sie werden vom JPATS, dem Justice Prisoner and Alien Transportation System, betrieben. Für die Aufseher und die Gefangenen ist es einfach die Knast-Airline. US Marshals wurden mit der heiklen Aufgabe betraut, Amerikas Verbrecher zu transportieren. Drehscheibe ist die Einsatzzentrale der Knast-Airline bei Kansas City im Bundesstaat Missouri. Hier werden die Routen für sämtliche Häftlinge im Land genauestens geplant und ihre Überstellungen sorgfältig überwacht. Leiter der Einsatzzentrale ist Kent Pekarek. Manche nennen uns auch das Reisebüro. Man ruft beim Reisebüro an und sagt, ich möchte von Miami nach Atlanta fliegen. Klare Sache. Doch die Leute, die wir befördern, rufen nicht bei uns an. Stattdessen sind es Bezirksrichter, Haftrichter oder Strafverteidiger. Sie rufen an und sagen, XY derzeit in Miami muss nächsten Donnerstag um 14 Uhr in Los Angeles sein. Gefangenentransporte bergen große Gefahren, sind aber notwendig. Manche Häftlinge werden zum Beispiel nach zahlreichen Ausbruchsversuchen in Hochsicherheitsgefängnisse verlegt. Andere werden aufgrund von Auslieferungsanträgen in andere Länder überstellt. Doch die meisten werden zu Gerichtsterminen gebracht. Einige, weil sie Anspruch auf eine Verhandlung haben, andere gezwungenermaßen. Dass Schwerverbrecher dieselben Straßen und Luftwege benutzen wie die Menschen, für die sie eine Gefahr darstellen, ist der Preis einer freien Gesellschaft. Jeden Tag haben die Marshals etwa 35.000 Gefangene in Gewahrsam, die sich in bestimmten Stadien des amerikanischen Strafvollzugs befinden. Sie sind angeklagt, sagen in einem Prozess aus oder werden in ein Gefängnis gebracht, um ihre Strafe zu verbüßen. Bevor es die Knast-Airline gab, wurden sämtliche Häftlinge auf dem Landweg transportiert. Heute gibt es eine Flotte von mehreren Boeing 727, McDonnell Douglas MD-83 und verschiedenen Kleinjets. Der schnellere Transport sorgt für größere Sicherheit. Es ist viel besser, Gefangene in 4-5 Stunden durchs Land zu fliegen, als sie tagelang zu fahren. Je länger sie aus dem sicheren Umfeld raus sind, desto größer das Risiko. Selbst auf einem kurzen Flug können Risiken nur verringert und nicht ausgeschlossen werden. Zwar wenden die Marshals rigorose Sicherheitsmaßnahmen an, doch die Straftäter sind in einer verzweifelten Lage und oftmals einfallsreich. Eine gefährliche Mischung. Sie fliegen ab Leavenworth, St. Quentin und Attica.
Männer, die wegen Mord, Vergewaltigung oder Terrorakten verurteilt wurden. Vom unbedeutenden Kleinkriminellen bis zu berüchtigten Straftätern wie dem New Yorker Gangster John Gotti und den Bombenattentätern von Oklahoma City, Timothy McVeigh und Terry Nichols. Eins ist ihnen allen gemeinsam. Außerhalb eines sicheren Staatsgefängnisses stellt auch die kleinste Fluchtmöglichkeit für sie eine große Versuchung dar. Selbst unter der Aufsicht bewaffneter Polizisten. Die meisten unserer Häftlinge sind Straftäter. Bei ihnen besteht Fluchtrisiko. Sonst hätten wir sie nicht in Gewahrsam und sie wären gegen Kaution draußen. Bei jedem Gefangenentransport außerhalb einer sicheren Umgebung wie einer Haftanstalt erhöht sich die Fluchtgefahr. Die Chance zur Flucht wird noch größer, wenn ein Häftling während des Transports Hilfe von außen bekommt. Um das zu verhindern, werden die Routen unter strikter Geheimhaltung ausgearbeitet. Wir sagen den Häftlingen nicht, wann der Transport genau stattfindet. So können sie es auch nicht weitersagen. Niemand außerhalb der Planungseinheit des Gefängnisses kennt die genaue Strecke für den Transport von A nach B. Eine andere Sicherheitsmaßnahme bei der Planung ist die ausführliche Überprüfung der Vorgeschichte eines Häftlings. Aus Sicherheits- oder medizinischen Gründen wollen wir natürlich wissen, wen wir da vor uns haben. Wir wissen mehr über den Menschen als er selbst. Es wird alles getan, um Probleme in der Luft von vornherein auszuschließen. Während die meisten Menschen in den USA noch schlafen, beginnt der Transport. Die Knast-Airline hat nicht nur Flugzeuge, sondern auch eigene Autos und Busse. Mit dem Start vor Tagesanbruch soll das Risiko für andere Autofahrer gering gehalten werden. Zu dieser Zeit herrscht am wenigsten Verkehr. Häftlingstransporte finden tagtäglich statt. Die Öffentlichkeit bekommt davon aber so gut wie nichts mit. Die Marshals untersuchen den Bus der Haftanstalt gründlich. Währenddessen werden die Häftlinge auf den Transport vorbereitet. Die ersten zwei hoch. Wenn wir die Häftlinge im Bus platzieren, sagt der Sergeant ihnen, was Sache ist. Alles, was von euch erwartet wird, ist da zu sitzen und den Mund zu halten, bis wir da sind. Verstanden? Wir transportieren jedes Jahr Tausende von Häftlingen und irgendwas passiert immer. Das ist einfach so. Wie lang ist die Fahrt? Du kommst heute irgendwann an, Mann. Wenn alle Passagiere eingestiegen sind, erhält jeder begleitende Polizist eine Waffe. Ja, wir sind bewaffnet. Wir tragen unsere eigenen Waffen bei uns und es gibt noch mehr Waffen im Bus. Um 5 Uhr morgens verlässt der Bus das Gelände des Chino State Prison. Die erfahrenen Polizisten wissen, dass sie trotz aller Sicherheitsvorkehrungen nun in eine Umgebung kommen, über die sie nur bedingt Kontrolle haben. Sie wissen, draußen ist alles möglich. Kein Horrorszenario ist undenkbar. Daher ist die Spannung so spürbar wie die Waffen, die die Polizisten zur Abschreckung tragen. Noch angespannter ist man an Bord der Knast-Airline. In 10 Kilometern Höhe, zusammen mit den gefährlichsten Straftätern der Welt, kann ein Sicherheitsfehler katastrophale Konsequenzen haben. Um 11 Uhr, an einem Flugplatz im Mittleren Westen, beginnt das Flugzeug Justice 113 den Landeanflug. Justice 113, noch 20 Meilen.
20 Meilen. Kaum jemand, der die unauffällige Boeing 727 sieht, würde vermuten, dass hier einige der gefährlichsten Straftäter Amerikas an Bord sind. Das ist einer von tausenden Knast-Airline-Flügen, die jedes Jahr durchgeführt werden. Weil so viele gefährliche Gefangene durchs Land transportiert werden müssen, ist es am sichersten, dafür eigene Flugzeuge einzusetzen. Die Art ihrer Verbrechen macht den Transport in kommerziellen Flugzeugen, selbst mit bewaffneter Begleitung, fast unmöglich. Die Knast-Airline befördert diese Personen schnell über weite Strecken und unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Landesweit fliegen wir täglich etwa 1000 Gefangene. 1.13 Marschdauer. Check, Fahrwerk ist ausgefahren. Wind ruhig, Landeerlaubnis für Bahn 3.2. Für einige der Straftäter an Bord ist dieser Ort nur ein Zwischenstopp, für andere das Ziel. Hier steigen aber auch weitere Gefangene zu. Der einzige Unterschied zwischen diesem Flug und einem gewöhnlichen Linienflug ist, dass alles unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen stattfindet. Das ist 1.13, Marsch Bodenkontrolle, guten Tag. Folgen Sie dem Follow Me zur Parkposition. Zum Rollfeld hat niemand außer den Sicherheitsleuten Zutritt. Die Marshals und die örtliche Polizei bilden mit ihren Fahrzeugen eine sichere Eingrenzung. Das Empfangskomitee besteht aus bewaffnetem Wachpersonal mit Schnellfeuergewehren. Die Positionierung erfolgt strategisch an 4 Stellen rund um das Flugzeug. Sie kümmern sich um die Sicherheit am Boden und sind mit AR-15-Gewehren bewaffnet. Sie umringen das Flugzeug. Damit stellen wir sicher, dass niemand die Sicherheit in unmittelbarer Umgebung gefährden kann. US Marshal Brad English weiß, dass diese Art der Machtdemonstration nur eine von vielen Maßnahmen ist, um für Disziplin bei den unberechenbaren Passagieren zu sorgen. Wir haben es hier oft mit schweren Straftätern zu tun. Sie haben viel Zeit zum Überlegen und suchen nach Wegen, aus den Gefängnissen auszubrechen, den Fesseln zu entkommen, zu fliehen. Unsere Aufgabe ist es, genau das zu verhindern. Am größten ist die Versuchung zur Flucht beim Ein- und Aussteigen. Nach dem Aussteigen werden die Gefangenen sofort an das Bodenpersonal der US Marshals übergeben. Wir sind hier, um 9 Gefangene abzuholen und sie zu Gerichtsverhandlungen nach Des Moines zu bringen. Vor dem Einstieg in einen wartenden Sicherheitstransporter werden alle Häftlinge gründlich durchsucht. Wir klopfen sie ab, tasten sie ab, vergewissern uns, dass sie nichts aus dem Flugzeug entwendet haben. Die Sicherheitsmaßnahmen müssen lückenlos sein und so werden die Handschellen erneut für die nächste Transportphase geprüft. Alle tragen jederzeit Bauchketten, Hand- und Fußschellen. Die werden auch während der Fahrt nicht abgenommen. Für die nächsten 8 Stunden ist der Transporter ihr fahrendes Gefängnis. Während der gesamten Fahrt darf die Wachsamkeit der Aufseher nicht nachlassen. Für uns sind bei einem Transport alle Häftlinge ein permanentes Sicherheitsrisiko. 99% der Zeit wissen sie, was sie getan haben. Sie lassen uns in Ruhe und wir sie. Alle Ankömmlinge sind sicher in den Wagen untergebracht. Und die Knast-Airline bereitet sich auf die nächste Gruppe von Gefangenen vor. Die Fahrzeuge werden nacheinander entladen, sodass kein Häftling in der Menge untergeht. Den Moment des Wechsels vom Bus zum Flugzeug sehen die Verzweifelten oft als ihre letzte Chance zur Flucht an. ...137 unberechenbare Häftlinge werden an Bord des Knastflugzeugs gebracht. Ein seltener Anblick für Kamerateams. Ein Jet der Knast-Airline von innen. So sicher wie eine Hochsicherheitszelle. Für die Entwicklung der Innenausstattung haben sich US-Marshals in die wenig beneidenswerte Lage ihrer Häftlinge versetzt.
Wir müssen manchmal wie Gefangene denken. Wir saßen auf den Plätzen und dachten, was ist möglich? Wonach suchen wir? Daher wurden alle Tische entfernt. Alles, was sich aus einem Flugzeug mitnehmen ließ, wurde rausgenommen, damit es nicht zur Waffe wird. Auch alles, was als Klinge dienen kann, um Handschellen aufzubrechen oder andere Häftlinge oder Wachpersonal zu verletzen. Für die Piloten der Knast Airline unterscheiden sich die Flüge kaum von denen einer kommerziellen Fluggesellschaft. Für die Passagiere hingegen hat die Reise wenig Ähnlichkeit mit einem Flug in Freiheit. Das ist nicht wie bei einem normalen Passagierflug. Zum Beispiel tragen sie Handschellen. Herumlaufen ist nicht erlaubt. Anstelle von Flugbegleitern und Passagieren befinden sich im Flugzeug Sicherheitspersonal und gefesselte Häftlinge. Um 1 Uhr erhält Justice 113 Starterlaubnis. Das Ziel ist Oklahoma City. Im Moment scheint alles ruhig zu sein. Aber kein Marshall an Bord begeht den schweren Fehler anzunehmen, dass das auch den Rest der Reise so bleiben wird. Die Knast-Airline auf dem Weg nach Oklahoma City. Wenn Schwerverbrecher auf Reisen gehen, sind die Gefängniswärter jederzeit in höchster Alarmbereitschaft. Was passiert, wenn dabei etwas schief geht, erfahren Sie in wenigen Augenblicken. Halb zwei. Die Reiseflughöhe ist erreicht. Die US Marshals, die die abgebrühten Straftäter bewachen, hoffen auf einen Flug ohne Zwischenfälle. Doch sie sind auf alles vorbereitet. Wir sind hier in einer Boeing 727. Das ist eine Hochsicherheitseinrichtung, wenn auch 10.000 Meter über dem Boden. Wir haben schließlich mehr als 100 Häftlinge an Bord. Dass alle Passagiere gefesselt sind, ist in einem Flugzeug ungewöhnlich. Und unsere Flugbegleiter haben haarige Beine, die meisten jedenfalls. Niemand beschwert sich über schlechte Filme oder schalen Sekt und hier probiert auch keiner, sich die Beine zu vertreten. Jeder Häftling wird genauestens vom Sicherheitspersonal beobachtet, das den Gang auf und ab geht und sich die Handschellen und Gurte sorgfältig ansieht, um jederzeit die Sicherheit zu gewährleisten. Die Marshals würden ihre Häftlinge gerne an die Sitze fesseln, um jedes Sicherheitsrisiko auszuschließen. Doch das ist nicht möglich, weil selbstverständlich auch die Sicherheit dieser Passagiere Priorität hat. Sie sind zu keiner Zeit physisch an das Flugzeug gefesselt. In einem Notfall können wir die Häftlinge also aus dem Flugzeug evakuieren. Zwar dürfen die Gefangenen nicht aufstehen, könnten es aber. Das bedeutet, dass zwei Häftlinge jeden an Bord gefährden können, falls es plötzlich zu einem Kampf kommt. Ein grauenvolles Szenario in einem vollbesetzten Flugzeug hoch oben in der Luft. Noch schlimmer ist möglicherweise ein inszenierter Kampf, der als Ablenkung dienen soll, damit ein Komplize Zeit hat, sich zu befreien. Unsere Hauptsorge ist, dass sich ein Häftling befreit. Ein Gefangener ohne Hand- oder Fußfesseln wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Die Marshals der Knast Airline sind zum Schusswaffengebrauch befugt, um einen Angriff zu stoppen, jedoch nur im Notfall. In einer Druckkabine kann eine fehlgeleitete Kugel durch die Flugzeugwand für alle den Tod bedeuten. Damit das nicht passiert, dürfen nur hochqualifizierte Polizisten diese besonderen Flüge begleiten. Während für die Aufseher der Knast Airline strikte Vorschriften für den Waffeneinsatz gelten, gilt in den Augen der Gefangenen, es gibt keine Regeln. Die größte Herausforderung für das Sicherheitspersonal ist es, zu verhindern, dass die Häftlinge tödliche Waffen an Bord schmuggeln. Das Problem beginnt bereits in den Haftanstalten. Dort konfiszieren die Wärter täglich Dutzende selbstgemachter Waffen. Wir finden immer mehr Waffen. Früher haben wir viele dieser Knochenbrecher gefunden, aus starkem, schwerem Metall. Wir sind im Laufe der Jahre aber immer besser darin geworden, so wenig Metall wie möglich durchzulassen. Diese Waffe hier wurde aus einem Feuerzeug gemacht.
Das Teil hier ist aus Plexiglas. Es kann tödlich sein. Die Waffe hier ist ebenfalls ein Knochenbrecher. Sie wurde aus dem Hebel eines Türschließsystems gemacht, ähnlich wie dem hier. Ich würde sogar sagen, es ist das gleiche wie das hier. Um Waffen an Gefängniswärtern vorbei oder an Bord der Knast-Airline zu schmuggeln, greifen einfallsreiche Häftlinge zu radikalen Maßnahmen. Die Insassen sind immer cleverer oder vielmehr hinterhältiger geworden, wenn es um das Verstecken von Waffen geht. Viele verbergen sie intrarektal. Sie verstecken sie in Schuhen. Sie nähen sie in den Bund der Unterwäsche ein, sodass sie nur schwer zu finden sind. Einer unserer Insassen hatte eine Beinwunde und er hatte tatsächlich eine flache Metallwaffe wie die hier eingeführt und innen im Bein versteckt. Damit solche tödlichen Teile nicht an Bord eines Flugs der Knast-Airline geschmuggelt werden, fangen die Marshals mit ihren zahlreichen Durchsuchungen lange vor der Ankunft am Flughafen an. Wenn der Person ein Lufttransport bevorsteht, untersuchen wir jeden Teil des Körpers, um sicherzugehen, dass absolut nichts mitgeführt wird. Wir führen eine vollständige Personendurchsuchung durch. Wir untersuchen die Haare und den Mund. Es darf nichts hineingeschmuggelt werden. Wir fangen mit einem Bereich an und machen mit dem nächsten weiter, damit wir nichts übersehen. Man geht quadrantenweise vor, damit man auch nichts übersieht. Hier gucke ich nochmal die Rückseite an, den Hosenbund. Wir stülpen alle Taschen nach außen, um zu sehen, ob sie leer sind. Wir legen alle Transportfesseln an, Handschellen, Bauchkette und Fußschellen. Und darüber kommt eine sogenannte Blackbox. Dadurch werden die Schlüssellöcher verdeckt. Hätte er verbotene Gegenstände bei sich, käme er nicht an die Schlüssellöcher heran, um die Handschellen zu öffnen. Tony legt der Person die Fußschellen an, um ein Weglaufen zu verhindern. Hand- wie Fußschellen sind durch Doppelschlösser gesichert. Die Marshals wissen genau, welchen Häftlingen die Todesstrafe bevorsteht. Diese Gefangenen sind bei einem Sicherheitstransport oft am unberechenbarsten und gefährlichsten. Das größte Sicherheitsrisiko stellen wohl die Personen dar, die zum Tod verurteilt wurden. Das sind Bösewichte, keine Frage. Sie müssen zu jeder Zeit unter Kontrolle gehalten werden, gerade weil sie viel zu verlieren haben. Als Ein- und Ausgang dient ein Bereich mit Türen auf beiden Seiten, eine Sicherheitsschleuse. Es darf jeweils nur eine Tür geöffnet sein. Stahl- und Betonsperren verhindern gewaltsames Eindringen. Dieser Bereich ist nur angreifbar, wenn diese Sperren heruntergefahren sind und das Tor geöffnet wird. Vorher werden daher die Waffen gezogen. Während der Wagen zum Flughafen fährt, wird am anderen Ende des Landes eine andere Gruppe von Häftlingen bereits auf den nächsten Flug von Justice 113 vorbereitet. Okay, Insassin Smith, aus der Zelle raus, bitte, den Gang hier entlang. Für weibliche Inhaftierte gelten dieselben Sicherheitsvorkehrungen wie für Männer. Halten Sie sich oben am Stuhl fest, lehnen Sie sich dagegen. Linke Arm nach unten. Grundsätzlich muss jederzeit für Sicherheit gesorgt sein. Sie sind nie einfach nur Passagiere. Sie werden im Gefängnis sicher verwahrt und auch außerhalb. Die Kabine eines Knast-Airline-Flugzeugs ist einer der wenigen Orte mit Männern und Frauen in derselben Hochsicherheitseinrichtung. Vier Uhr nachmittags. Das Knastflugzeug ist wieder voll besetzt. Die Reiseflughöhe beträgt 10.000 Meter. Dreißig Minuten später beginnt Justice 113 den Landeanflug auf Oklahoma City. Eine Bundeshaftanstalt befindet sich direkt auf dem Gelände des Will Rogers Airport. Die Häftlinge gehen von Bord direkt in dieses Gefängnis. Ein Anschlussflug der Knast-Airline bringt sie dann zu ihrem Bestimmungsgefängnis.
Das Flugzeug der Knast Airline kann über 100 gewaltbereite Häftlinge gleichzeitig befördern. Doch manche Inhaftierte stellen eine zu große Bedrohung dar. Wenn wir jemanden einzeln transportieren, heißt das, dass er ein ziemlich hohes Sicherheitsrisiko darstellt. Ein Straftäter mit hohem Bekanntheitsgrad zum Beispiel. Solche Leute werden einzeln befördert. Flüge, auf denen nur ein einziger Häftling befördert wird, sollen nicht nur die Öffentlichkeit schützen, sondern auch ihn selbst. Timothy McVeigh und Terry Nichols waren angeklagt wegen des Bombenanschlags in Oklahoma City. Die beiden wurden oft verlegt. Innerhalb von Oklahoma City haben die örtlichen Marshals den Transport übernommen und das Team der Knast Airline den Transport von einem gesicherten Ort zur Gerichtsverhandlung in Denver, Colorado. Ein extremes Fluchtrisiko gilt auch für andere berüchtigte Gefangene, etwa Anführer organisierter Verbrechergruppen. John Gotti war, soweit wir wissen, Oberhaupt einer Mafia-Familie in New York City. Er war vielfach angeklagt. Die gewalttätige Natur ihrer Aktionen macht diese Leute besonders gefährlich. Und sie haben das Geld, eine Flucht zu organisieren, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Beim Transport eines Häftlings vom Kaliber John Gottes muss verhindert werden, dass wichtige Informationen an die Medien durchsickern. Die wären für Fluchthelfer von unschätzbarem Wert. Im Gegensatz zu John Gotti können die gefährlichsten Einzelpassagiere der Knast Airline auch ohne Komplizen genug Unheil anrichten. Sie gelten als Killermaschinen. Es gibt einen Häftling momentan, der Handschellen abreißen kann wie ein Stück Faden. Andere haben bis zu 20 Menschen umgebracht. Mitglieder der Aryan Nations, äußerst extremistisch, äußerst gewalttätig. Die haben mehrfach getötet. Für sie ist es wie eine Auszeichnung, wenn sie zum Beispiel eine weibliche Polizistin töten. Im Gefängnis ist das eine Sache, draußen zählt es für sie noch mehr. Wir haben es mit den übelsten aller Verbrecher zu tun. Außerhalb der Zelle sind immer 6 Aufseher dabei, um so jemanden irgendwo hinzubringen. Damit die gewalttätigsten Verbrecher unter Kontrolle gebracht werden können, werden ihre Handgelenke gleich dreifach gesichert. Zusätzlich zu Handschellen und Blackbox kommen die Hände in Fäustlinge, um ein Benutzen der Finger zu verhindern. Es ist bereits vorgekommen, dass Sachen aus einem Flugzeug abgerissen und als Waffe benutzt wurden. Dieser Handschuh verhindert, dass die Person ihre Fingerspitzen benutzen kann. Es gibt eine Sicherheitsmaßnahme, mit der die Bewegungsfreiheit noch mehr eingeschränkt wird. Sogar Hollywood hat sich davon inspirieren lassen. Die Maske verhindert, dass der Insasse spuckt, die Fesseln mit den Zähnen bearbeitet oder Aufseher beißt. Das alles mag übertrieben erscheinen, doch die Marshals lernen schon in der Ausbildung, Verbrecher nicht zu unterschätzen. Jeder in so einem System ist clever. Sie üben Kampfgriffe. Sie haben genug Zeit. Körperlich, mental leben sie in ihrer eigenen Welt. Und sie können jederzeit die Oberhand gewinnen. Nach Abschluss der Transportvorbereitungen agiert das Team schnell und ohne Vorbereitungszeit für den Häftling. Wer so bekannt ist, wird oft in einem gepanzerten Fahrzeug transportiert, mit Begleitfahrzeugen. Man kann den ersten Wagen außer Gefecht setzen, aber nicht einen ganzen Konvoi von aufmerksamen Marshals und Polizisten. Wenn der Häftling auf dem Rollfeld ankommt, ist der Jet der Knast Airline schon abflugbereit. Und wie bei anderen Flügen mit der Knast Airline auch, bilden die US Marshals einen Schutzring um das Flugzeug. Es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen könnte ein Häftling während des Transports flüchten. Das andere Risiko ist, dass jemand versucht, Fluchthilfe zu leisten. Das ist der Grund, warum bewaffnete Leute das Umfeld schützen, damit von außen keine Flucht inszeniert werden kann. Die Marshals haben sich per Eid dazu verpflichtet, alles zu tun, um zu verhindern, dass Häftlinge fliehen oder durch einen Angriff zu Schaden kommen. An Bord wird dann die letzte Sicherheitsmaßnahme umgesetzt. Die Marshals dürfen sich mit Einzelnen nicht unterhalten.
Es ist wirklich wie ein Gefängnis in der Luft. Flüge ohne jeden Komfort. Nach dem Hinsetzen dürfen sie unter keinen Umständen aufstehen. Eine äußerst kontrollierte Umgebung. In 10.000 Metern Höhe darf eben nichts schiefgehen. Wer unter solch extremen Haftbedingungen mit der Knast-Airline fliegt, ist auf dem Weg zu einem ähnlich gut gesicherten Gefängnis. Eine solche Haftanstalt ist das Staatsgefängnis Pelican Bay in Kalifornien, wo viele der schlimmsten Straftäter zu finden sind. Endstation Hochsicherheitsgefängnis. Wie sich das Pelican Bay Gefängnis vor den gefährlichsten Verbrechern der Welt schützt und wie schnell ein Angriff der Insassen tatsächlich eskalieren kann, sehen Sie gleich. NTV, der Nachrichtensender. Der Häftlingstransport ist eine nationale Aufgabe, die vom Team der JPATS, der Knast-Airline, durchgeführt wird. Doch in kleinerem Maßstab werden Transporte von den Haftanstalten selbst durchgeführt. Nirgendwo ist diese Aufgabe schwieriger als im kalifornischen Staatsgefängnis Pelican Bay. Das Gelände ist über 100 Hektar groß, liegt nahe der Grenze zum Bundesstaat Oregon und kann fast 4.000 der gewalttätigsten Straftäter des Landes aufnehmen. Pelican Bay, so sagt man, beherbergt die allerübelsten. Um so unberechenbare Häftlinge auf dem weitläufigen Gelände von einem Gebäude zum anderen zu transportieren, verlassen sich die Aufseher auf speziell entwickelte Vorrichtungen und eingespielte Abläufe. Für den Transport Dutzender von Insassen, die täglich zu den Krankenstationen von Pelican Bay müssen, wird ein spezieller Sicherheitsbus eingesetzt, eine Art mobiles Gefängnis. Maximal 10 Insassen im Bus auf dem Weg zur und von der Klinik. Der Metallkäfig soll spucken und mögliche Stichverletzungen verhindern und solche Sachen. Lieutenant Ben Grundy arbeitet hier, seit Pelican Bay im Jahr 1991 fertiggestellt wurde. Das Sicherheitsniveau ist sehr hoch. Sie merken das beim Rein- und Rausgehen. Sie durchlaufen Checks. Sie gehen durch mehrere Schleusen mit Türen auf beiden Seiten und durch elektronisch gesteuerte Türen. Selbst wenn Häftlinge nur zu Fuß irgendwo hingebracht werden, gelten strengste Sicherheitsvorkehrungen. Wo immer wir hingehen, kommt jemand mit. Krankenstation, Besuche. Wenn wir jemanden in einer Stresssituation wie hier begleiten, dann immer mit Handkontakt. Die schlimmsten Gefängnisinsassen Kaliforniens finden sich in Pelican Bay. Das führte zur größten Dichte rassistischer Gefängnisgangs im Bundesstaat. Zu einem Pulverfass rassistischer Spannungen, das schließlich explodierte. Am 23. Februar gab es eine massive Eskalation. Es kam zum Rassenkrieg im B-Yard. Dieser Vorfall war der schlimmste dieser Art in der kalifornischen Geschichte. Nachdem rivalisierende Gangs aufeinander losgingen, brach im Gefängnis ein grausamer Rassenkrieg aus. Hier gibt es Rassenkriege im Prinzip zwischen allen Insassen. Man weiß nie, wann sie aufeinander losgehen. In Pelican Bay kann ein einfacher Gang über den Gefängnishof tödlich enden. Obwohl jemand, der in Pelican Bay eingesperrt ist, ein verurteilter Verbrecher ist, hat er natürlich das Recht, sich zwischen anderen und im Gefängnis bewegen zu können, ohne niedergestochen zu werden. Um die Insassen zu schützen, wurde der Notstand ausgerufen. In der ersten Phase durften Häftlinge nur mit Insassen derselben Hautfarbe Kontakt haben.
Sie erstachen sich gegenseitig, nur weil jemand nicht an einem der Rassenkriege beteiligt war. Wer nicht am Rassenkrieg teilgenommen hatte, wurde von Angehörigen der eigenen Hautfarbe angegriffen. Sie haben sich gegenseitig attackiert, Leute, mit denen sie klarkommen sollten. Da haben wir alle Zellen verschlossen. Diese Totalsperre in Pelican Bay führte zu einer ungewöhnlichen Situation. Nun müssen selbst die Insassen einer Haftanstalt rund um die Uhr voreinander beschützt werden. Jeder Gang der Insassen wird geplant. Ihnen werden Handschellen zum Duschen angelegt, für jeden Arztbesuch. Zum Schutz der Häftlinge bleiben die berüchtigten Schlachtfelder von Pelican Bay, die Höfe, leer. Wenn wir diese Leute jetzt rausließen, da bin ich mir sicher und alle anderen sich auch, würden sie garantiert aufeinander losgehen. Eventuell mit Waffen und vielleicht sogar auf einen von uns. Beim Verlassen des Zellentrakts werden die Häftlinge stets auf Waffen durchsucht. Manche gehen bis zum Äußersten, um Waffen und andere verbotene Waren zu schmuggeln. Wir verlangen vom Insassen, dass er sich auszieht, damit wir alle Körperöffnungen einsehen können, den Mund, die Ohren. Sie müssen sich hinstellen und nach vorne beugen, damit wir zwischen die Beine schauen können. Und ihre Gesäßbacken spreizen, damit wir sehen, dass sie da nichts verbergen. Ein anderer Aufseher hat einen Handmetalldetektor. Der Häftling beugt sich vor, der Beamte tastet sein Gesäß ab, weil oft versucht wird, da etwas zu verbergen. Waffen werden sogar im After versteckt oder im Enddarm. Die Insassen stellen Waffen aus jedem Material her, das sie in die Hände bekommen. Sie sind Meister im Verstecken von Waffen. Manche haben bestimmt Waffen, die wir übersehen, aber so ist das nun mal. So streng die Häftlinge schon im regulären Teil von Pelican Bay auch bewacht werden, es gibt einen noch strikteren Bereich. Das Secure Housing Unit, kurz SHU oder SHU genannt, ist ein Gefängnis im Gefängnis. Der Zweck der Security Housing Unit ist, die Unruhestifter und Insassen, die Straftaten begehen, von der allgemeinen Gefängnisbevölkerung fernzuhalten. Sie haben gezeigt, dass sie in der Umgebung nicht klarkommen, ohne anderen Schaden zuzufügen oder sie auszunutzen. Deshalb werden sie separat eingesperrt. Hier müssen die Insassen 23 Stunden am Tag in ihren Zellen bleiben. Alles, was sie zum Absitzen ihrer Strafe brauchen, ist hier. Ein Draußen gibt es nicht. Innerhalb der Isolationsabteilung, dem SHU, werden sie überall hin begleitet. Überall im Isolationstrakt werden die Schwerverbrecher von einem darüberliegenden Bereich aus durch bewaffnete Aufseher bewacht. Um Gewaltausbrüchen und Messerangriffen vorzubeugen, schützen sich die Wachen mit gepanzerten Westen. Aufgrund der Art der Häftlinge und ihrer Gewaltbereitschaft kann es immer zu Klingenangriffen oder anderen Attacken kommen. Im Isolationstrakt müssen alle Beamte so eine Weste tragen. Wenn ein Insasse unter Begleitung irgendwo hingebracht wird, darf er nie vor einem Aufseher durch eine Tür gehen. Um Kontakt zwischen Insassen zu vermeiden, vergewissert sich der Aufseher zunächst, dass der Raum dahinter frei ist. Wer seine Zelle verlässt, wird einer Leibesvisitation unterzogen. Ein Büchereibesuch im Isolationstrakt bringt eine weitere extreme Sicherheitsvorkehrung mit sich. Sie werden aneinander gekettet. So können mehr Insassen von weniger Personal transportiert werden. Insassen haben Anspruch auf den Zugang zu juristischer Literatur. Sie lesen die Bücher hier, geben sie zurück und kommen wieder in ihre Zelle. Den Insassen stehen nur 30 Minuten in der Bücherei zu. Dann werden sie wieder einer Leibesvisitation unterzogen. Selbst Häftlinge des Isolationstraktes müssen gelegentlich außerhalb der sicheren Umgebung von Pelican Bay gebracht werden. Für Gerichtsverhandlungen oder Arzttermine. Als Insassen der höchsten Sicherheitsstufe 4 gelten für sie noch strengere Sicherheitsvorkehrungen. Selbst in der Haftanstalt müssen sie begleitet werden. Und außerhalb sieht es noch mal strikter aus.
Das Fahrzeug wird zum Gefängnis auf Rädern und wir müssen ohne den Zaun als Eingrenzung und die Gefängnismauern auskommen. Da herrscht kein Business as usual. Man hat es mit einem verurteilten Verbrecher der Stufe 4 zu tun, der auch wieder hinter Gitter muss. Pelican Bay ist wohl eins der sichersten Gefängnisse Kaliforniens. Die einzige Gelegenheit, die jemand haben könnte, beim Ausbrechen zu helfen, ist während des Transports. Der Konvoi wird in der Sicherheitsschleuse gründlich untersucht. Dieser Bereich ist durch Türen auf beiden Seiten abgetrennt. Alles auf dem Weg ins oder aus dem Gefängnis muss zur Genehmigung hier durch. Hier erhalten die Aufseher zusätzliche Waffen. Jeder Transport eines Insassen der Stufe 4 heißt ein Sergeant, drei Polizisten und alle sind bewaffnet. Die Häftlinge erhalten vorher nicht Bescheid. Das verringert ihre Chance, jemanden draußen wissen zu lassen, dass sie unterwegs sind. Weniger Chancen für einen Fluchtversuch. An diesem Tag transportiert das Team Häftlinge zu einem örtlichen Krankenhaus. Um die Möglichkeit eines Überfalls durch wartende Komplizen zu reduzieren, wird die Fahrtstrecke täglich geändert, damit sie nicht voraussehbar ist. Schiefgehen kann unterwegs immer etwas. Man muss auf inszenierte Zwischenfälle achten. Vielleicht hat er ja einen Handschellenschlüssel am Körper versteckt und versucht, sich zu befreien. Während der gesamten Zeit außerhalb der Mauern lassen die Wärter die Häftlinge nie aus den Augen. Der unbewaffnete Begleiter hält ständig Handkontakt. Der bewaffnete Aufseher folgt in sicherer Entfernung und gibt Schussdeckung, falls der Häftling auf dumme Gedanken kommt. Die im Pelican Bay für den Transport zuständigen Aufseher beherrschen den Transport gefährlicher Verbrecher. Wie auch ihre Kollegen der Knast-Airline. Ob ein Häftling über den Gefängnishof oder quer durch das Land gebracht wird, die Justizbehörden treffen extreme Sicherheitsvorkehrungen, damit die Allgemeinheit geschützt ist. Wir ergreifen alle Vorkehrungen, damit die Öffentlichkeit mit diesen Personen nicht in Berührung kommt. Wir transportieren Häftlinge schon seit vielen Jahren. Es gibt nicht viel, was wir noch nicht gesehen haben. Ich bin überzeugt, dass die Öffentlichkeit beim Transport dieser Leute nicht gefährdet ist. Wir haben mehrere hunderttausend transportiert. Keiner ist entkommen. Ob Bus oder die Flotte von Spezialjets. Die Aufgabe ist stets dieselbe. Der sichere Transport von Häftlingen. Wir sind wie jede Haftanstalt, ob auf Bundes- oder Bezirksebene. Nur 10.000 Meter weiter oben und viel schneller.